Hallo Löwenrudel, willkommen zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2 und diese Folge ist eine ganz besondere, denn wir schauen uns das neue Beta-Update an, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Und kleine Sache vorweg, es gibt Sachen, die sind noch nicht komplett übersetzt, Sachen gehen auch noch gar nicht, Mods funktionieren noch nicht oder bringen das Spiel auch zum Crashen. Ganz speziell bei meinem Setup, denn ich habe über 600 Mods da drin und ja, kann crashen, seid vorsichtig damit. Wenn ihr experimentierfreudig seid, dann probiert es aus, denn es gibt ein paar echt tolle Features und einige werden wir uns in dieser Folge anschauen. Das erste ist der Kartengenerator. Beim neuen Spiel schaut es ein bisschen leicht anders aus. Hier die Optionen sind noch gleich wie immer, die kennt man, aber spannend wird es, wenn man auf die nächste Seite geht. Einerseits haben wir jetzt hier Town Cargo Demand, also das soll heißen, wie viele Güter kann die Stadt haben, dass es braucht. Standard wäre 2, so wie wir es kennen, aber jetzt ist es so, dass die Städte, je nachdem wie aktiv sie werden oder man sie bedient, mehr Güter brauchen. Hier kann man dann einstellen bis zu 4 oder bis zu 6 und auch neu Industrien, die man nicht bedient, die können schließen. Das gleiche geht auch andersrum, sie können auch wieder aufpoppen. Die werden dann einfach random auf der Karte platziert. Also glaubt zumindest, dass es random ist und starten dann. Und hier kann man dann einstellen, wie oft das eigentlich hier passiert. Also hier ist es interessanterweise noch auf Englisch, da das gleiche Menü auf Deutsch. Ist bei mir beides auf Niedrig. Das ist die Standardeinstellung. Und dann haben wir hier bei den Mod-Einstellungen noch was Neues. Also ihr seht, 644 Mods habe ich aktuell. Und man kann sich jetzt die Presets, so wie es aktiviert ist oder nicht aktiviert ist, speichern. Das ist super praktisch. Das heißt, ich habe da schon ein paar Mal gehabt, dass man die, ja, gerade nach dem Crash, die ganze Modliste deaktiviert war und ich das mit der Handisch gemacht habe. Und jetzt kannst du halt wirklich speichern. Da zum Let's Plays habe ich eine Modlist und generell Default. Und da kann man sich so diverse Presets reinmachen, je nachdem, was man braucht. Dann hier unter Advanced Settings. Also erweiterten Einstellungen, das wird garantiert noch übersetzt, kann man ein bisschen mehr einstellen bezüglich den Finanzen, also wie viel Zinsen man zahlt etc. Wie zum Beispiel die Infrastrukturkosten höher, niedriger machen, wie die Wartung von den Fahrzeugen ist etc. Dann auch diverse Einstellungen für die Stadt, für das Stadtwachstum, inwiefern zum Beispiel der öffentliche Transport, der private Verkehr, die Güter, wie man sie liefert, einen Einfluss haben auf das Stadtwachstum. Ich habe das bei mir alles auf 100%, aber feel free, um da ein bisschen rumzuspielen. Okay, soweit hier zu den Änderungen hier im Interface. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in die Karte rein. Ich habe eine Karte schon mal generiert mit dem Namen Bravura Lion 2022 und habe dort eine Stadt gemacht und schon eine kleine Strecke aufgebaut und die werden wir uns gleich mal anschauen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, die Karte ist geladen und wie ich schon gesagt habe, ich habe schon mal ein bisschen vorgebaut und zwar bei meiner Hauptstadt Lions City. Die braucht zwei Güter momentan, einmal das Werkzeug und die Baubahn und beides ist angeschlossen. Hier oben die Baubahn und die ganze Linie da, die ist nur fürs Werkzeug und im Sinne sind es eigentlich drei Linien. Hier hat man die Linie, bringt Stein nach dahin, Baubahn nach da unten und hier beim Bahnhof gehen sie hier in das Depot rein, weil hier so die Baubahn sind und von dem Depot holen sie gerade das Werkzeug, bringen es kurz hier hinten, weil hier hinten sind die Werkzeugsektion und fahren wieder retour. Dann haben wir hier eine Linie, die Holz bis hier nach oben bringt, durchgehend, bei der Rückfahrt hier stehen bleibt, bei der Werkzeugfabrik und dann wieder retour, das Ganze von vorne. Und dann noch eine Linie, die hier bei der Werkzeugfabrik ständig wartet, bis er voll ist und dann halt hier den ganzen Weg zurückfahrt. Die ganze Strecke hier ist so ein bisschen im britischen Stil aufgebaut, habt ihr ein bisschen dekoriert. Jeder Bahnhof hat die Drehscheibe. Hier habe ich mir noch überlegt, mache ich so ein paar Abstellgleise hier drin. Aber das Spektakel ist eigentlich hier bei der Werkzeugfabrik. Da gibt es hier auch noch ein paar Abstellungen. Habe ich mal so eine Diesel-Lok hingestellt, hier die Bremswagen. Hier oben steht immer der Zug, der sich die Werkzeuge holt und wartet. Hier war meine Straße, das muss ich noch irgendwie schön machen. Sieht ein bisschen hässlich aus, so die Straße muss ich noch irgendwie verbinden. Und hier ein kleines Depot. Hier dachte ich, mache ich wie so ein kleines Reparaturwerk, das sind ein paar Lokomotiven hier drin.
hier eine Dampflok, die schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Und da wird gerade ein bisschen dran gearbeitet, ein kleiner Schuppen. Und der ist hier durchgängig, hier mit alten Gleisen. Ich glaube, das sieht ganz okay aus. Hier stehen auch noch mal ein paar Wagen rum. Und da geht die Hauptstrecke wieder raus. Hier zu der Holzverarbeitung. Jetzt auch noch mal so eine kleine Drehscheibe und ein paar Abstellungen. Ja, alles so im britischen Stil. Ich denke, das sieht ganz cool aus. Wir machen dann auch mal eine Mitfahrt. Aber jetzt gehen wir mal kurz auf die Features ein. Jetzt schaue ich gerade mal. Der Zug da, der fährt in die falsche Richtung für das, was ich machen will. Wir schauen uns mal das mit den Multiple Platforms mal an. Es ist jetzt so, dass man bei einer Linie sagen kann, nutze nicht nur diese eine Plattform, sondern du kannst auch alternativ andere Plattformen nutzen. Heißt in dem konkreten Beispiel, man sieht jetzt hier, das mit der kräftigen Farbe, das ist die Hauptplattform und das dahinter, das ist quasi die Alternativplattform. Wie stelle ich das ein? Wenn ich in der Linie drin bin, zum Beispiel hier, BA Holz 01, habe ich jetzt neu diesen Button. Und wenn ich da drauf klicke, also einerseits sage ich hier nach wie vor, okay, das ist die normale Plattform, wo du hinfahren sollst, klicke ich hier drauf und sage, okay, das ist deine Alternativplattform. Das ist jetzt halt Nummer 3, sprich, wenn ich jetzt das hier wegmache, bei der Plattform 2, dann nutzt er auch nur die. Das macht er also nicht von alleine. Mache ich wieder an, gut ist. Sprich, er wird immer auf die erste Plattform reinfahren, aber wenn hier ein Zug steht, sei es jetzt von der eigenen Linie oder von einer anderen, ist total egal, dann fährt er halt hier oben rein. Ziemlich, ziemlich praktisch. Das kann man auch anderweitig nutzen, zum Beispiel hier bei so einem Straßenfahrzeugdepot. Da habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Der nutzt jetzt hier nur die eine Plattform. Aber wenn man sagt, okay, ich werde dir gerne mehrere Fahrzeuge die zeitgleiche laden, dann sage ich halt hier, nutz beide Plattformen. Ah, halt. Falsche Linie. Hier. Und bei der Linie macht es auch Sinn, dass wir hier unten bei dem Depot sagen, ihr nehmt da vielleicht auch beide Plattformen. Das ist 3. Für den Fall, dass hier mal Stau ist. Und jetzt schickt man hier mal ein paar Fahrzeuge hin. Beziehungsweise ich werde die mal hier klonen. So. Und dann sollten hier gleich mal ein paar rausschießen. Mal spulen. Was jetzt gleich passieren wird, eben die Plattform ist belegt, der wird jetzt auf diese Plattform hinfahren und dann, ja, wobei jetzt wird er vermutlich doch auf die erste gehen, nachdem es jetzt gerade frei wird, aber der andere wird jetzt auf die zweite Plattform fahren. Okay, er macht doch die zweite, weil er noch vom Besitz ausgegangen ist, dann geht der da halt rein. Ja, und so steckt sich das dann. Also, wenn jetzt der noch reinkommt, der wird dann wieder auf die erste reingehen. Und so kann man den Platz ein bisschen verteilen. Das ist natürlich bei Stationen wie hier, wo es dir mehrere Sachen hast, natürlich mega praktisch. Coole Sache. Und auch die, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wird auch die Lagerkapazität dann aufgeteilt. Ja, so viel mal zu dem. Bei den Zügen werden wir es hier jetzt nicht sehen, weil hier einfach noch zu wenig los ist. Aber da geht es genau nach dem gleichen Prinzip. Ah, Dampfloksaune ist einfach das Schönste. Ich würde sagen, da schauen wir mal bei der Einfahrt mal zu hier. Machen wir hier ein bisschen schneller. Ja, das nächste Feature, was es gibt, während wir hier bei der Dampflok sind, gehen wir ein bisschen weg, sonst ist es ein bisschen laut, sind Pfeiftafeln. Hier unter Wegpunkte gibt es jetzt diese Pfeiftafeln im deutschen Design. Ich denke mal, da werden noch Mods kommen, dass man das im britischen Stil hat, etc. oder mit anderen Objekten oder sogar komplett hinten. Die kann man ganz normal frei auf der Strecke platzieren. Das haben wir da hier mal kurz machen. So. Und wenn ich das bei einer Strecke, also wir sind ja bei einer Route hier, als Wegpunkt hinzufüge, dann pfeift der Zug, wenn er da dran vorbeifahrt.
Hier will ich sie nicht haben. Ich habe nämlich schon zwei platziert. Doppelausfahrt. Nice. Das gebe ich mir nochmal kurz. Ah, das Soundmodell ist halt schon mega nice. Da muss er leider warten, aber mit dem werden wir jetzt mitfahren. Denn hier weiter hinten kommt gleich ein Bahnübergang. Und davor habe ich die Pfeiftafel und dann sollte er entsprechend pfeifen. Ich hoffe, er macht's. Schneller. Ah, da kommt schon der Gegenzug. So, hier jetzt auf der Gerade. Das Fenster war weg. Da vorne ist sie. Und bitte pfeif mal, wenn du da vorbeifährst. Ist das nicht cool? Also damit kann man richtig schön spielen. Hier beim Bahnübergang machst du... Ja... Macht halt Sinn, dass man das hier macht. Den wollte ich eigentlich eh noch austauschen. Und zwar... So UK-Style. Den hier. Und dann will ich noch so ein Häuschen hier hinstellen. Bitte da. General Railway Building. Hier so. Genau, dann sitzt da der Typ drin, der hier das auf und zu macht. Passt ein bisschen zum Setting hier. Ja, so viel mal zu dem Pfeil. Ah, die Pfeil. Pfeiftasten. Habe ich jetzt eigentlich Pfeiftasten oder Pfeifschild? Pfeifschild? Schreib mich mal, wenn man das mal anhört. ja, jedenfalls, hier. Die Pfeiftafel. Cool, so viel zu dem. Ja, was gibt's noch Neues? Man kann hier auf dem Wasserweg, wenn man hier eine Schiffsroute hat, Bojen setzen. Ich zeige euch das mal hier. Das ist hier diese Boje. Wird hier so platziert. Fahrt dann da durch. Und so kann man dann den Weg anpassen. Wenn der Standardweg ein bisschen mehr ist. Finde ich noch ein ganz cooles Konzept, weil manchmal waren die automatischen Wege, wie er die Routen macht, ein bisschen doof und nicht nachvollziehbar. Jetzt haben wir hier noch ein Ding zum Spiel. Sehr coole Sache. Bei den Flugzeugen, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, gibt es das natürlich nicht. Macht da jetzt ein bisschen weniger Sinn. Okay, so viel mal zu dem. Das nächste Projekt, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, dass wir hier natürlich mehr Verkehr raufkriegen und Personenverkehr haben. Ich weiß nicht... Ja, beziehungsweise ich überlege halt, ob man hier den Güterbahnhof dediziert lassen und Personenbahnhof hier. Sprich, wir hätten hier eine Abzweigung. Würde ich gar nicht mal so schlecht finden, oder wir bauen den aus. Ne, wisst ihr was, wir machen das anders. Wir machen hier einen Personenbahnhof hin und fahren dann hier rein. Irgendwie so. Dann bleibt es hier oben gütermäßig. Und dann will ich hier Heilsbronn anschließen. Und nachdem wir hier schon recht viel los haben, würde ich sagen, würde ich erstmal sagen, um Geld zu sparen, ich hätte ich damals dann auch gemacht, wäre ich jetzt in dem Jahr, machen wir hier den Zweig weg und fahren dann hier nach Heilsbronn rauf. Von Heilsbronn könnten wir dann nach Gerbstedt fahren, beziehungsweise nach Witzenhausen. Ich glaube, wir werden eher nach Gerbstedt gehen. Und das wäre aber dann erstmal der zweite Schritt. Und dann... Ist gerade ziemlich wenig hier. Werden wir hier schauen, dass wir hier Benzin irgendwie hinkriegen. Es wird dann auch eh spannend. Gut, hier hätten wir eine Produktion. Ah, da könnte man dann eigentlich hier mit der Schifffahrt spielen. Wisst ihr was? Das machen wir zuerst. Wir werden hier Benzin produzieren. Und mit dem Schiff bringen wir das dann hier rauf und dann machen wir hier noch eine Connection. Ich mache das mal kurz im Schnelldurchlauf, ihr werdet es sehen. Und dann können wir hier mit den Wegpunkten spielen. Also, bis gleich.
So, und da bin ich auch wieder. Das war jetzt ein bisschen ein Struggle mit dem Bau wegen den Finanzen. Bin jetzt immer wieder im Minus drin gewesen. Jetzt haben wir wieder Geld, nachdem hier mal der Werkzeugzug mal gefahren ist. Und der hat ganz gut Geld gebracht. Jetzt haben wir hier unsere Schifffahrtslinien. Seht ihr ja, die sind da recht knapp beisammen. Und wir sagen jetzt einfach, wir werden das jetzt mal anpassen. Also, gehen wir hier auf Wegpunkte. Machen das mit den Bojen. Und tun die entsprechend ausrichten. Zum Beispiel so. Dann hätte ich gern, dass er nochmal hier so fährt. Und in die andere Richtung hätte ich gern das einmal so. Und hier so. Und dann fährst du hier da so rein. Okay. So ungefähr dachte ich, mache ich das. Wobei, wir machen hier noch diese Anpassung. Und gehen jetzt mal zur Route. Nur das Sichtbare bitte. Haltestellen hinzufügen. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und beim Retourweg bitte einmal so. Okay. Dann sind wir ein bisschen weiter auseinander. Und ich würde sagen, wir schauen mal nach ein bisschen, was wir uns da holen. Ich hätte es gern noch Kosten und Tanker. Benzin, Benzin, Benzin. Wo bist du? Bin ich jetzt doof? Ach so. Cargo. Treibstoff. Was kostest denn du? 550. Wir haben jetzt knapp 2 Millionen. Ich würde sagen, wir nehmen dich hier. Und schicken den mal los. Ein Weg für große Schiffe. Ach so, ich Superheld habe das für kleine Schiffe gemacht. Okay, dann gehen wir mal auf kleinen, dann gehen wir halt auf die Schaffhausen. Okay, ja gut, machen wir das mit der Schaffhausen. Schauen wir uns das mal an. Schneller, ist nicht gerade die schnellste Bild. Aber die Schaffhausen ist doch eigentlich ein Passagierschiff. Ich glaube, das werden wir nochmal ändern. Aber was ich jetzt sehen will, nachdem ich es auch noch nicht gesehen habe, wie das Schiff da jetzt mit den Bojen umgeht. Erst die Boje ist ja gerade da vorne. Aber ich würde sagen, der fährt da einfach straight durch. So wie es auch hier so angezeigt ist. Stell ich mir noch praktisch vor, wenn man hier mehrere Linien hat, dass sich die Schiffe da nicht irgendwie im Weg sind, dass man das schön auseinanderhalten kann. Okay, was machst du? Fährt richtig schön durch. Es wäre noch interessant zu wissen, was mit gemoddeten Schiffen... Ja, also die Bewegung war jetzt irgendwie nicht so geil. Was mit gemoddeten Schiffen passiert, die breiter sind als wie das. Das wäre doch interessant. Aber ich kann mir vorstellen, düst einfach drüber. Sieht dann halt ein bisschen unschön aus. Ja, soweit zu der Route. Sprich, Heilsbronn wird jetzt beliefert. Und irgendwann einmal werden wir hier eine Meldung kriegen, dass irgendeine Industrie verschwinden wird. Beziehungsweise eine neue kommt. Wenn das soweit ist, werde ich natürlich die Aufnahme kurz anhalten. Währenddessen werde ich jetzt hier den Personenbahnhof bauen und die Strecke dahin und auch das im Zeitraffer. Beziehungsweise ich werde noch ein bisschen Geld generieren lassen, also das werde ich noch ein bisschen fahren lassen und dann, wenn genügend da ist, baue ich los und zeige euch das natürlich. We'll be right back.
So, wir sind eigentlich soweit bereit für unseren Passagierzug. Ich habe ein bisschen einen Kredit aufgenommen. Wir sind ein bisschen jetzt in den Wiesen. Ja, aber es hat gereicht für diesen Zug hier. Ich würde sagen, den schickt man jetzt auf die Strecke. BA Intercity 01. Und das sollte jetzt hier rauskommen. Oh, schöne Lokomotive. Mit MK1-Coaches hinten dran. Okay, und so wie der jetzt hier draußen ist, kann der dann hier rein. Tu mal ein bisschen vorspulen hier. Na komm. Hä, wieso fährst denn du immer noch nicht? Da stimmt jetzt was nicht. Wie ist die Linie Die Linie sieht eigentlich sauber konfiguriert aus. Fährst du da nicht? Warten auf freie Wege. Ah, jetzt kommt er. Okay, das war ziemlich schräg. Also hier die schönen MK1-Coaches. Mit erster Klasse dabei. Die haben ein richtig schönes Rollgeräusch. Das ist ein cooles Set. Und Topspeed von unserem Zug haben wir 131 km/h. Soll das mal reichen. Der wird vermutlich hier auf der Strecke eh ausgebremst von unseren Güterzügen, weil die sind nicht schneller als wir 80. Aber ist auch egal. Es wird noch ein paar schöne Snapshots hier geben, fototechnisch. Coole Sache. Also, dann einmal nach vorne. Schauen, dass wir dann hier ankommen. Und dann war es das erstmal für den ersten Teil hier auf der Strecke. Würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt, wie es euch gefallen hat. Und ja, in der nächsten Episode werden wir da weiterbauen. Strecke hier weiter, Industrien anschließen, optimieren. Und werde aber hier erstmal so im britischen Stil weiterbauen. Das gefällt mir einfach am besten. Und ja, einfach chillig. Eventuell am Samstag. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich... Okay, wenn die Folge noch vor dem Samstag rauskommt, dann am Samstag hier streamen und dann halt hier live bauen. Da dauert es halt ein bisschen länger. Und währenddessen werde ich mal ein bisschen Geld generieren, weil ist ein bisschen mehr und eventuell noch die Linien optimieren. Jetzt zum Schluss gibt es noch eine Mitfahrt mit der Lok hier. Und ja, wir stehen da. Tüdelü.